Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Smalland mit Voucher und mit Alderle. Schön, dass ihr da seid. Heute hatte ich gedacht, komm, wir gucken mal, dass wir die Spinnrüstung bekommen. Dann habe ich nochmal die Matze überflogen und wir brauchen um die 60 Seide. Das heißt, wir müssen erst eine Seidenfarmrunde einlegen. Da habe ich jetzt aber gerade nicht so die Lust drauf. Deswegen würde ich jetzt ganz kurz hier was probieren mit den neuen Bauelementen und dann würde ich gerne aufbrechen, diese Gegend da mal erkunden hier unten. Ich glaube, weil wir hier rüber geschaut haben, habe ich doch Tannenbäume auch gesehen oder halt zumindest einen Tannenwald. Ich will mal kurz darüber gehen, gucken, ein bisschen rumstieren. Aber jetzt machen wir erstmal ganz kurz den Minitest. Ihr seht, ich habe einmal die Bahn hier verlängert, denn auf diese Breite, in diese Länge möchte ich später auf jeden Fall die Lager. Also ich will tatsächlich so eine Art Hochregallager haben da hinten. Ich weiß noch nicht, ob wir alle Tools reinbauen. Den hier, für den möchte ich jetzt mal kurz was probieren. Die Mats müsste ich schon drin haben. Ne, habe ich nicht drin. Ich habe mal wieder aufgeräumt. Ich bin auch soweit repariert und alles. Also wir können dann nachher wirklich gleich los. Es wird jetzt gleich dunkel. Deswegen dachte ich mir, komm, wir nutzen mal die Zeit eben. Ich nehme mal die Rinde raus. Ich nehme mal das passende Holz dafür raus. Mein Bauhämmerchen müsste ich normalerweise hier im Inventar haben. Scharwübelchen. So, weil ich weiß noch nicht genau, wie breit ich das Haupthaus machen will und was da alles rein soll. Abgemessen hatte ich ja von hier. Im Moment irritiert es natürlich, dass hier dieses Teil noch steht. Ja, und die Fundamente, die jetzt hier zu sehen sind, sollen der Eingang zur eigentlichen Base werden. Ja. Das heißt, ich mache das mal ganz kurz weg, schnapp mir mal die neuen Fundamente. Ich will dann schon auch die Sachen farmen. Holz und Rinde. Ja, da gehe ich dann halt meine Tour machen. So, und dann habe ich mir überlegt, da würde ich natürlich so reinlaufen gerne. Jetzt würde ich das hier erstmal ganz kurz bis hierher wegmachen. Wenn ich mich schon entschieden habe für die Bauelemente. So, mit F. Die Reichweite von F ist allerdings nicht unendlich. Aber, ja, das passt schon. Das kommt dann nachher auch nochmal weg. Da mein Geckole, mein Molchle. So, das war der Eingang zur Base. Der soll sich dann auch nach hinten durchziehen. Ich weiß noch nicht, ob 4 oder 3. Deswegen mache ich es erstmal so. Du bist dann hier schon drin. Ne? Ich habe auch überlegt erst, weil die Säulen sind schon schön, ob ich sie nach oben baue vielleicht. Weißt du, ein bisschen? Einfach um diese Struktur gekommen. Das machen wir, Leute. Das machen wir. Weil die ist nämlich echt schön. Dieses Dingens hier. Wenn ich das jetzt nach oben ziehe, verziehe ich alles andere, gell? Ja gut, ich kann aber doch normalerweise hier mal ganz kurz so eine Wand hin heften, weil ich muss ja die Bauelemente auch mal kennenlernen, wenn ich nie was damit mache, wenn wir es halt nie rausfinden. Ne? So, das wäre hier. Und wenn ich jetzt da ein Fundament, das würde gehen, aber natürlich snappt er mir das nicht. Ne? Jo, aber wenn ich so mache, dann ist es doch auch, wie ich es brauche, oder? Ja, einfach, dass man es ein bisschen sieht. Außerdem ist die Base dann höher. So, machen wir das jetzt mal eben. Das haue ich jetzt alles weg. Das muss ich dann da hinten auch nochmal anpassen. Ist aber kein Problem. So, weil ich habe nämlich durch diese Rundelemente, da gibt es ja die, sind ja auch invertiert in die andere Richtung. Das würde ich halt gerne mal probieren. So, hier, pass auf. Da kommen wir dann hoch. Haben wir auch eine neue Leiter eigentlich bekommen? Wir haben hier die aus Rinde. Die kenne ich ja noch nicht, ne? So, und dann komme ich hier in die Base rein. Und dann nehme ich das Fundament. Längs oder nehme ich es dann ab hier schon quer? Nö, jetzt habe ich längs angefangen, aber quer kommt es nachher geiler, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, eigentlich ist es wurscht am Anfang. Also mindestens sollte die Hauptbase tragend sein in die Richtung 2. Bevor ich dann versuche, dieses Rundelement hinzukriegen. Hier vorne den Vorplatz, da können wir die Windmühle, würde ich übrigens heute gerne bauen mit euch. So, dann habe ich mir das so vorgestellt und jetzt müssen wir uns das mal angucken. Wenn ich... Ne, ich brauche eins mehr dann. Ich mache mal hier eins mehr dran, sonst wird es nachher zu eng. Machen wir hier auch eins. Komme ich schon auf der Gecko? Brauchen wir Licht? Wir brauchen, glaube ich, Licht. Ich nehme die mal kurz noch mit in die Hand. Die kann ich ja gleich nochmal reparieren. So, wenn ich jetzt dann hier das Rundelement dran flechte... Da würde ich jetzt gerne einmal gucken, ob das vom Platz her schon reichen wird. Ne, so darf ich das nicht machen, oder? Wenn ich das halbrund will, dann muss hier wieder ein normales hin. So, lass mich mal kurz gucken, ob das jetzt hier schon hinpassen würde. Ja, die sind schon schön, die Planken, guck mal. Ne, wenn ich dann hier so hinkomme... Und ich baue mir, sage ich mal, den Apothekertisch
hier so halbrund rein. Er trägt dann ein bisschen auf, aber das wäre natürlich schon cool. Das wäre natürlich schon cool. Wie würden das von vorne aus ändern? Ich würde mir hier wahrscheinlich, denke ich mal, diese halbrunden Fenster dann auch hinbauen. Ne? Was gibt's denn da? Fenster 2 sieht so aus, Fenster 1 so. Ich glaube, mir gefällt das Runde gefällt mir dann doch ein bisschen besser. Muss ich mal kurz gucken. Wenn ich das so und so mache. Und dann den Tisch da, kriege ich ihn dann noch rein. Was, er muss ja nicht ganz drin stehen. Mir reicht es ja, wenn er hier angezeichnet wäre. Jetzt bin ich runtergeknallt. Jetzt bin ich wieder oben. Ja, das fände ich gut. Das fände ich gut. Allerdings ist mir das irgendwie. Ich habe nämlich da überlegt, was passiert denn, wenn ich das andere nehme? Das wird mich so. Wenn ich. Ich kann ja oben praktisch auch in die andere Richtung das machen, ne? Das probieren wir jetzt noch, ob ich dann noch hinbekomme. Warte mal auf, wenn ich das nämlich so nach innen drehe. So. Ja, das wollte ich so nicht. Ich habe da so eine Vorstellung gehabt davon. Ich müsste das dann noch weiter raussetzen hier. Ich guck mal, ob es das ist. Ansonsten würde ich einen kurzen Schnittler machen. Kurzen Schnittler auch machen, verstehst du? Wenn wir das jetzt hier so hinmachen und den dann da dagegen setzen. Ich glaube, so war es. So habe ich mir es gedacht. Und den dann da dagegen setzen. Dann haben wir hier, kommen wir ein bisschen weiter raus. Lass mich mal kurz die Wände probieren. Das sind ja richtig tolle Elemente zum Teil, gell? Also mir gefallen die richtig gut. So, ich will nämlich da was probieren, geschwind. Dann hätte ich das hier so halb rund. Das wäre dann so. Dann kommen wir hier auf die normalen Elemente. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Träger brauche oder ob ich da auch mit Fenster schaffe. Im Moment würde ich sagen. Was sieht denn besser aus? Das Knörzliche ist jetzt, das ist jetzt innen, aber hier ist es dann auch außen. Und als Fensterelement habe ich hier das. Ist ziemlich gleich, ne? Ich glaube, das ist ziemlich gleich. So, hier müsste dann nachher eine Tür rein. Und hier würde ich dann mal eine Mauer nehmen, dass ich die auch mal kurz gesehen habe. So. Ja, das ist dann aber arg eingeknickert, weil ich wollte nämlich hier wollte ich gerne eine Leuchte hinmachen, weißt du? Sind die eigentlich für außen, diese Stängelleuchten? Oh, die ist eine schöne. Das meinst du, die gehen auch kaputt, wenn ich die im Freien habe? Wobei das ja überdacht ist mit der Idee, die ich vorhabe. Glühwürmchensaft haben wir ja noch gar nicht, ne? Das kann ich ja jetzt noch gar nicht benutzen. Ich kann aber eine Zweigfackel einfach hinstellen. Das heißt, ich brauche noch Harz. Komm, das gucken wir uns jetzt kurz an und dann brechen wir auf. Ich möchte ein bisschen unterwegs gehen. Das Spiel hat noch so viel zu entdecken. Da da die. So, und dann mache ich auf jeden Fall gleich noch hinten die Anzeichnung mit euch. Das heißt, ihr könnt dann damit rechnen, dass morgen, übermorgen in der Folge ich das Lager nach hinten gesetzt habe. Ne? Da würde ich jetzt aber auch keine anderen Bauteile nehmen. Das soll nachher ein bisschen höher werden, noch wenn es geht. Und praktisch, wenn du reinläufst. Soll das hinterm Haupthaus durchgucken in grün? Das war so die Idee. Es ist nur die Frage, ob ich da nochmal hinkomme, geschwind, um das da hinzusetzen. Na gut, ich kann das ja erstmal hier nochmal abbauen. So, und dann setze ich diese Fackel hier hin. Die tausche ich natürlich dann später. Mach dann eine andere hin, in der Hoffnung, dass das geht. Was ist denn das hier eigentlich? Also ein Kappentisch. Klarer Fall ist ein Kappentisch, verstehe ich. So, und dann haben wir die schönen gehabt hier. So, anstelle einer indirekten Beleuchtung haben wir jetzt hier eine direkte Beleuchtung. Und dann kommst du später hier drüben, machen wir dasselbe nochmal hin, dann passt das. Hier kommt der Tisch drauf und damit die Fackel nicht im Regen steht, wollte ich jetzt mal probieren. Aber mit dem habe ich doch eigentlich auch schaffen wollen noch, ne? Ja, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. So, pass auf. Wir haben ja jetzt diese gebogenen und normalerweise müsste man jetzt auch hier einfach zumachen mit denen, ne? So. Bams praktisch und Bams, ja. Und da müsste dann, glaube ich, eine normale Decke drauf aus Holz, aber ne, das ist das Laubdach. Laubdach. Das wäre der Boden. Gab es das doch hier Holzdach? Ne, weil ich muss ja einen Boden machen, wenn ich oben drüber noch was machen will, ne?
Wie sieht denn so ein Holzdach aus? Es würde so aussehen, das Holzdach. Ist es schon gebogen oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Da weiß ich es jetzt noch nicht, Leute. Das weiß ich jetzt nicht. Ein rundes Dach sehe ich jetzt hier insofern keins und das will ich auch nicht. Ich würde eher noch ein Türmle draus machen und würde das so viel zum Fackel reparieren. Jetzt pass auf, wenn ich das hier so mache und das hier so, dann ist doch normal die Fackel zum Beispiel auch ein bisschen windgeschützt. Ich weiß nicht, ob es geht. Ich habe mich da jetzt noch nicht so viel mit beschäftigt, werde ich aber noch. Dann ist doch die geschützt, ne? Dann wäre die hier geschützt, aber das sieht ja auch scheiße aus. Irgendwie habe ich eine Idee gehabt, die jetzt aber dann doch nicht so geht, wie ich es wollte. So könnte ich es machen, dann wäre es ausgespart, ne? Und wenn ich hier so eins noch draufsetze. Ich glaube, das hier war die Idee. Komm, wir gucken mal. Und dann gehen wir on Tour. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. So habe ich es mir vorgestellt. Jetzt wird ein Schuh draus. Ja, so habe ich es mir vorgestellt. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dass wir dann später hergehen und hier oben noch was draufzimmern. Ich gehe am besten von innen, gell? Dann hat es so ein bisschen Style. Ich glaube, das wird. Ja, das Problem ist, ich komme jetzt hier gerade schlecht hin ohne eine Leiter. Ich könnte mir mal eine Hilfsleiter kurz hinbauen. So, einmal kurz hochgeschnallert. Und dann möchte ich gerne hier später, dass das oben dann so aussieht. Und dann ist die Frage, und das weiß ich jetzt noch nicht, ob wir dann direkt einen zweiten Stock machen ohne Aussparung vorne. Das müssen wir uns dann angucken. Das weiß ich jetzt selber noch nicht. Wie gesagt, ich lasse immer ein bisschen auf mich wirken, auch alles, damit ich dann später weiß, wie es will. Nur mal gerade von der Idee her jetzt, ne? Warte mal, kannst du da kurz hin? Ja, klar, kannst du da hin. Du musst nur vielleicht ganz kurz das so machen. So viel zum Pennen, ne? Ich wollte eigentlich schlafen noch. So, und da können wir natürlich dann später überlegen, wollen wir da nur mit Fenster oder wollen wir da. Ne, ich glaube, da wird es sogar besser aussehen, wenn wir das dann später so zumachen. Ja, und dann müsst ihr euch das halt vorstellen, jetzt auf der anderen Seite auch noch, hinten auch noch. Und dann haben wir hier normalerweise eine schöne Struktur schon mal für eine. Ja, dann ist es schon wieder so ein bisschen verschnörkelt. Dann müssen wir mal gucken, ob man das mit dem Dach noch hinkriegt. Und dann kommst du dann rein. Hier ist dann natürlich überall noch Boden. Ja, und hier zum Beispiel unten drin wäre dann. Warte mal, geschwind. Ne, den wollte ich dann schon auch. Ja, das wird ja noch eine Baurunde, wenn wir so weitermachen. Den wollte ich dann schon so weiterverfahren lassen. Ja, und jetzt habe ich halt noch nicht umgestellt. Wir haben ja die Kiste da drin stehen. Und der würde dann hier zum Beispiel reinkommen. Noch eine schöne kleine Hängelampe dazu. So haben wir es vorgestellt. So, breitentechnisch hätten wir dann hier einen ziemlich hohen Aufbau. Würde ich behaupten wollen, wir sollten das Minimum ein bisschen breiter machen. Also Minimum 2, 3 und 4 wäre eigentlich so das Maß, wo es dann später. Wie viel habe ich so lang? 3. Oh ja, ich hab's viel länger, als ich es jetzt geplant habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann muss es in die Richtung ja auch noch raus, ne? Das wären dann 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Dann wird es ja eine Burg. 6, 7. Ja, muss ich jetzt auf mich wirken lassen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das Lager dann jetzt hier so hinmache oder nicht. Ich würde sagen, wir brechen jetzt auf, bevor dann die Folge rum ist und wir dann nichts gesehen haben. Also in Anführungszeichen. Nee, weißt du was, machen wir jetzt ganz easy peasy. Du kommst von vorne rein. So wie wir es jetzt angezeichnet haben. Mit diesem Schnörkeleck auf der Seite und auf der Seite. So. Und dann kann das gut sein, dass ich es hier noch weiter rausschnörkel, dass es mehr so einen Charakter hat wie eine Blume. Und hinten hauen wir dann das Lager dazu oder so. Das muss ich mir mal noch angucken. Jetzt im Moment bin ich aber auch der Meinung, und das ist jetzt auch wirklich die letzte Maßnahme, wir könnten es theoretisch reinsetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es gut aussieht, wenn es nicht ganz so bollig ist. Wenn man jetzt hier praktisch dann. Aber wir brauchen nicht so unendlich viel Platz drin. Ich will halt, dass es cool aussieht von außen. Das ist so mein Hauptwunsch. Gib mir mal die Leiter. Die war eigentlich recht cool auch. Ich kann die natürlich auch einzeln mittig setzen, wenn ich Snappen rausmache. Aber mir gefällt das Doppelleiterige halt jetzt.
Weißt du, dass wir es nur so machen, dann ist das nicht so lang gezogen. Das Einzige, was ich dann wahrscheinlich jetzt machen muss, ist... Ja, nee, das ist für mich schon noch okay. Hinten kann man ja dann später mit dem Gecko was anstellen. Nee, so finde ich es besser. Also nicht ganz so groß, ne? So, Leute, komm. Ich muss das jetzt halt nur so bald wie möglich bedachen. Sonst bin ich ständig am Reparieren. Hier, die ganzen Dinger habe ich eigentlich mal repariert. Die waren fast rot, habe ich die Tage mal gesehen. Als ich es in den Kombi las, Werkbank kaputt oder irgendwas, da habe ich gedacht, hä? Muss ich mal gucken, wie soll die kaputt gehen? Aber tatsächlich, die war fast durch, ne? So, wir müssen natürlich Materialien farmen, aber wenn ich jetzt sehe, für wie viel das schon gereicht hat, glaube ich, dass wir da gar nicht so lange unterwegs sein werden. Wollen wir die Windmühle uns noch angucken? Ich glaube, die Windmühle, vielleicht schaltet die was Neues frei. Komm, wir gucken uns die Windmühle noch kurz an. Eine Fackel muss ich mal dann bauen, gell? Ist mal was. Ist mal was. Ich hoffe, ich kann sie bauen. Die kostet nämlich auch, glaube ich, Mats. Also ja, die kostet Mats, aber mehrere. Wir brauchen 5 Fasern. Und Fasergarn, ja, das kann natürlich sein, dass es, obwohl, wenn ich das hier so angucke, 5 Fasern, Fasergarn habe ich gelesen, ich glaube, die hier brauchen wir auch fürs verfeinerte Holz, gell? Komm, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Also, pass auf, die Schwindmühle, Fasern habe ich schon mal, verfeinertes Holz brauche ich 20 und 8 Fasergarn. Als ob langsam klicken mir hilft, dass es nachher reicht. Hast du gesehen? Ich habe es extra langsam geklickt, das ist nicht so. 10 Seiten haben wir, glaube ich, vorne und dann fehlen uns 20 verfeinerte Holz. Ja, aber das reicht, das kriegen wir hin. Oh, dann können wir die Windmühle bauen. Yeah, baby, yeah. Mal gespannt, was da rauskommt. So, verfeinertes Holz, 20 und 20 Holz. Ich habe bestimmt nur Faser raus, gell? Ja, schön, 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 schön. Nein, dann bauen wir die noch. Die können wir ja vielleicht... Ich weiß halt nicht, ob man die überdachen muss, aber ich glaube nicht, ne? Schöne Geschichte. Okay, gibt es halt nur einen wirklichen Sightseeing-Ausflug. Gucken, was finden wir da an der Ecke. Und dann müssen wir mal gucken. Vielleicht hole ich euch morgen rein, wenn ich beim Spinnenseide-Farmen bin. Ja, komm, das wird schon geil hier, das bollige Ding. Wie gesagt, das kommt ja weg. Das wird dann da hinten dran geschraubt. Und sollte dann auch hier rüber gucken. Das heißt, es muss noch ein Stockwerk hoch. Und das hier wird ja dann auch integriert in unsere Butze. Weißt du? Seite, Digga, wo hast du denn die hier? Ich kann tatsächlich die Windmühle bauen, mich ballert's weg. Jo, Baby! Oh, schön! Oh, oh, geilomat. Warte mal, ich setze sie mal darüber. Die braucht Struktur. Ne, braucht sie nicht, braucht sie nicht. Oh, ich will sie aber. Wieso kann ich die nicht drehen? Muss die so ausgerichtet sein, wie sie ist? Ich meine, mir persönlich ist egal, aber ich kann sie wieder abreißen. Ich setze sie mal hin. Steinofen. Ofen haben wir freigeschalten. Ach, sie schön. Die setze ich mir vielleicht nachher aufs Haus drauf oder so. Die ist cool. Im Moment könnte ich herstellen Mehl. Komm, wir machen mal ein Mehl. Mehl habe ich jetzt aber nichts freigeschalten. Ey, aber was war das? Ofen? Da geht es doch jetzt dann Richtung Schmelzen oder sowas, ne? Wo ist denn mein Hammer? Hier. Eine meisterhafter Ofen für deine feine Küche. Ach, ein Ofen für die Küche ist es. Hier brauche ich Steinziegel, guck. Tonmörtel. Und dann habe ich noch einen Ofen freigeschalten. Das lodernde Feuer im Inneren kann zum Erschaffen oder Verändern harter Materialien dienen. Steinziegel, schweres Chitin. Boah, Alterle. Mal geschwind schweres Chitin auch noch dazugekommen. Ist hier irgendwas neu beim Steinschneider? Nö, beim Kessel sehe ich auch nichts. Gerberei, was geht hier noch? Hier, guck mal. Die essen im Steinofen dann. Hier ist Ofen, Leute. Holzkohle kannst du machen aus Holz. Eisensplitter aus Kronkorken, Schrauben und Holzkohle. Eisenbarren aus Eisensplitter und Holzkohle. Okay. Boah, das erschlägt dich ja. Alles klar. Also wie gesagt, das ist unser Hausprojekt, Lagerumzugsprojekt, mache ich mal vor einer Folge. Wir gehen jetzt noch ein bisschen on Tour. Ich will nur kurz die Sachen wegräumen. Ja, aber hey, wenn ich jetzt
Holz ist kein Problem, Harz ist kein Problem. Schweres Chitin. Jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder kann man Chitin irgendwo verarbeiten, dass es schweres Chitin wird, oder Hornissen oder so Geschichten, ne? Vielleicht. Wenn es schweres Chitin, ich würde es in der Gerberei suchen, aber da ist es im Moment nicht. Na ja, gut, gucken wir mal. Wir müssen halt mal so eine Hornisse machen. Jetzt pass auf. Ich hau nochmal die Fasern kurz rüber. Ich glaube, ich besorge ein bisschen Matz. Das wird demnächst. Jetzt habe ich ein Mehl gebaut, ne? Ist halt sehr, sehr wichtig, dieses eine Mehl. So, die mache ich wieder hier hin. Was? Hier, die ist gern abgelegt. Hier. Hier. Da will er mich das jetzt nicht ablegen lassen. Ich mache das mal kurz rüber, dass wir loskommen, ne? Ich werde kein Tier rufen. Und ich werde auch kein neues zähmen. Nicht heute. So können wir los, glaube ich. Eine Fackel habe ich keine, aber für das, was ich vorhabe, reicht es noch. Ich markiere jetzt einfach da mal eine Pünktle und dann flitzen wir hin. Wir sind hier und ich würde gerne. Ich nehme an, dass ich hier hin muss, ne? Ich nehme an, dass ich hier hin muss, Leute. Da sah es so aus, als ob ich rüberkäme eventuell. Ja gut, wir können ja klar. Irgendwas hat die Maus gerade, guck mal. Irgendwas ist gerade verhackelt. Weil ich kann ja nicht los, wenn ich das nicht markieren kann eben. Ich muss mal kurz außen einloggen. Ich habe es markiert, jetzt geht's weiter. Ich überlege nur gerade, ob das wirklich die beste Stelle ist, das weiß ich nicht. So, wir essen nochmal einen Brocken. Und dann flitzen wir einfach mal in die Richtung. Kann auch sein, dass wir hinten vielleicht auf einen Baum hoch müssen. Sowieso, wenn du so willst, ist das ja die einzige kleine zusätzliche Fläche hier, ne? Wo du nur übers Wasser reichst. Hier ist ja alles so irgendwie klar. Ist das cool? Guck mal, der Baum ist aber schon weitläufig hier, ne? Gehen wir mal da vor. Und dann würde ich sagen, ab. So, und das habe ich in den Kommis gelesen, dass mein Männle trotzdem gleitet. Mein Männchen gleitet trotzdem, auch wenn die Energie hier weg ist, ne? Achtung. Alter, ich kann wirklich von Baum zu. Okay, das hat jetzt nicht ganz geklappt. Habe ich jetzt irgendwas nicht richtig bedacht, glaube ich. Aber ich will jetzt da ja auch gar nicht hin, eigentlich. Guck mal, da drüben kann man doch dann bestimmt rüber, oder? Vielleicht sollte ich von hier dann nochmal frisch Anlauf nehmen gleich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Energie ist weg. Er gleitet trotzdem noch, ne? Darf es nur nicht loslassen. Und er sinkt ein bisschen schneller. Ja, da vorne kann man rüber. Und weißt du was? Irgendwie gucke ich mir das vom Anfang an an. Vom Anfang an an. Oh yeah, Baby, vom Anfang an an. Das Spiel ist echt cool. Kolben raus. Weil wir müssen ja jetzt nicht von Boss zu Boss hetzen. Ich habe eh das Gefühl, dass es noch nicht so viele Bosse gibt, ne? So, guck mal, hier wird es irgendwo eingangstechnisch sein. Ja? Da drüben, wo dieser Ast rüber geht, da flitzen wir jetzt mal hin. Ja, dann kann man da doch hin. Ich hatte erst letztens doch gedacht, dass es vielleicht nur eine Kulisse ist. Ne? Was ich nicht weiß, ob man da auch so irgendwie. Guck mal, jetzt sinke ich ziemlich schnell. Warte mal, ich mach mal langsam. So. Frage ist, wie man wieder zurückkommt, sagst du? Hey, der kann doch da rüberklettern, wie gut. Ich weiß natürlich nicht, ob ich da nicht zu früh bin. Ich habe meine Hauptwaffen hier, ne? Wir machen das jetzt mal kurz so. Wo ist denn der Speer? Wir hatten doch so einen coolen Speer gebaut. Chitin-Speer auf die 3. Und meinen wilden Hammer auf die 4. So. Libellen, ne? Und Libellen haben wir doch mit dem Bogen normalerweise. Ich meine, die Mats kann ich eh gebrauchen, weißt du? Wir gucken da jetzt mal richtig. Alter, dann ist das hier nochmal eine eigene Welt für sich. Hallo. Ist der größer wie die drüben?
bisschen früh losgelassen vielleicht. Nö, ist überhaupt kein Problem. Der ist überhaupt kein Thema hier, der Gudele. Sag mal, von denjenigen von euch, die auch Grounded kennen, wir sind schon größer als unser Nerd-Alter im Garten, ne? So im Größenverhältnis. Wobei ich manchmal das Gefühl habe, das Größenverhältnis passt noch nicht so ganz. Weil der Marienkäfer, ne? In Grounded war es natürlich ein Riesenlappen. Aber ich habe das Gefühl, jetzt ein Moskito in Grounded im Verhältnis. Jawohl, ein Moskito ist eigentlich kein großes. Guck mal, da hinten hätten wir jetzt mal so Viech. Habe ich einen Antigifttrank dabei? Nee. Ich habe aber Heiltränke. Wir machen jetzt mal so eine schwere Hornisse hier. Ja, genau, um zu gucken, ob sie schweres Chitin bringt. Nicht, dass es ein Boss ist. Es ist ja ein Riesenlappen. Ich probiere es trotzdem. Ich muss ja irgendwann mal. Ich hole mal meinen Bogen. Ich hoffe, die kommt allein. Halt dann jetzt auch gleich, ne? Kann sein, dass wir jetzt sterben, weil ich zu früh hier bin. So, ich flitz. Ich hau mir ein Pflaster hin. Und ich nehme an, mit dem Speer, ne? Kann das sein, dass die Chitinbogen. Ey, kann das sein, dass die Hornisse. Dass die keine Anfälligkeit hat? Schweres Chitin, Leute, da ist es. Okay. Dann haben wir das schon rausgefunden. Ist nichts, was man irgendwie veredeln muss. Schweres Chitin ist, wie es ist. Beispiel moin. Gut, ich habe kaum mehr Verbände. Nehme ich mal den hier. Ich wollte kurz gucken. Wo war das jetzt wieder? Mit dem Bauhammer, gell? Dann kann ich ja hier kurz checken. Dann probiere ich jetzt gleich mal meinen Kolben noch bei der. Okay. Also pass auf, Bauhämmer raus. 10 schweres Chitin. Tonmörtel habe ich halt keinen Plan im Moment. Aber hey, 10 schweres Chitin. Ich meine, eins haben wir jetzt schon mal. Ich würde schon gern weiterbauen. Warte mal, Diggerle. Danke. Ist die weit drin? Da steht, sie macht Giftschaden, ne? Okay, die schnellste ist aber nicht. Der war nix. Oh doch, du hast ihn getroffen. Ich weiß ja nicht, ob sie. Nimm den Bogen, wenn sie abhaut. Ich meine, solange die noch Leben hat. Wenn ich jetzt noch den Chitinbogen baue und vielleicht bessere Pfeile. Na, jetzt hat sie mich erwischt, schade. Mit dem Bogen ist es nicht so meine Welt, hä? Hier in dem Spiel, ist aber auch in jedem Spiel mal so. Ja, die droppt halt gut Zeug, aber halt nicht so viel schweres Chitin, wie ich gern gehabt hätte. Gibt's hier noch irgendwas, was ich vielleicht jetzt so übersehen habe, so? Moment, sehe hier nix. Wo sind wir denn genau? Ist das spannend halt einfach. Ne, aber das ist übrigens nicht die Stelle, wo ich hin wollte, ne? Die Stelle, die ich wollte, da waren doch Nadelbäume. Sind das Pfeilchen? Zyklamen ernten erfordert Feuersteinbeil oder besser? Ja, Diggerle, ist ja gar kein Problem, gell? Ist doch jetzt insofern jetzt ist schon mal gar kein Problem für uns. Zyklamenrot. Jetzt habe ich das Menü wegschalten. Saaten hat es gebracht, weil ich muss nochmal eine ernten geschwind. Blütenblätter, Saaten und Nektar, gleich 3 Stück. Ich habe übrigens überlegt, unabhängig davon, ob ich die Rüstung jetzt brauche oder nicht, diese
Diese Spinnenrüstung baue ich auf jeden Fall. Ich finde die Rüstungen vom Design her ziemlich stark hier in dem Spiel. Trifft so meinen Geschmack halt, ne? Zyklamenrot. Das ist natürlich genial. Wir laufen mal noch ein Stückle weiter rein. Okay, also wenn du jetzt hier mal ein bisschen farmen gehst, hast du am Ende ja auch deine Sache, ne? Wird es jetzt schon dunkel wieder? Oh ja, es wird gleich dunkel. Ach schade, ich wollte eigentlich noch... Naja, da müssen wir nochmal separat her, dann weiß ich Bescheid, ne? Zyklamenrot. Ich finde es ziemlich genial. Naja, aber es war ja auch nur eine kleine Sightseeing-Geschichte. Das ist normaler Stein, ne? Tut mir einen Gefallen. Achso, du hast keine... Hast natürlich nichts gebaut, ne? Was haben wir hier? Ein Setzling. Setzling wissen wir ja, bringt schon Mats. Oben hätten wir das, das hätten wir da. Wahrscheinlich kann man aber, wenn ich den Setzling... Da oben habe ich Harz gesehen. Warte mal, ich will noch nicht heim jetzt gleich direkt. Zumindest kriegen wir hier dieses schwere Chitin, ne? Oh, ich bräuchte noch einen Setzling, sagt er. Der sieht ja wild aus. Wenn du mich fragst, hat der noch... Oder ist das jetzt schon der Nachthüpfer? Stumpfer Schaden. Kann ich mit dem Kolbo probieren hier. Tölp. Warum haben sie dir aber einen hässlichen Namen gegeben? Ich glaube, mein großer Hammer macht mehr stumpfer Schaden. Oh, Alter, ist der hübsch. Der hat Farben, oder? Viermal Chitin. Tölpel-Oberschenkel. Jetzt kann ich einen Tölpel-Braten machen. Alter Schwede. Der Tölpel, der alte Dinger. Da weiß er überhaupt Bescheid. Tja, Leute, hilft alles nichts. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich euch morgen bei unseren Wolfsspinnenfreunden abhole. Damit wir uns die Mats holen für die Rüstung. Da hätte ich schon Lust drauf. Hirschkäfer. Durch Bohrenschaden. Aber einen Hirschkäfer packen wir jetzt nicht einfach mal so, oder? Weil ich das gern hätte. Wo ist denn der Dinger? Ich glaube, ein Hirschkäfer dürfte nicht mal zu stark sein. Für mich am Anfang jetzt noch. Zumindest ist ein Hirschkäfer schon ein Riesengerät normal. Ne? Oh nö, der ist gar nicht so groß. Ich nehme mal meinen Speer. Hallo. Der war super. Dreimal daneben. Oh doch, der macht... Oh. Scheiße, Leute. Wenn ich ihm erfolgreich entkomme, mache ich den locker. Jetzt kommen die Nachtviecher gleich, ne? Ich denke mal, ich bin im Entkommen. Also, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich mache kurz außen einloggen zur Base, Leute. Ich freue mich auf morgen. Bin sehr, sehr gespannt. Der war ein bisschen stärker, als ich gedacht habe. Hier ist super interessant. Da sind wir bestimmt noch öfter. Bis dann, Leute.